Die Bundesliga liegt in Europa wieder im Trend. Nach der schwachen Vorsaison gelang den deutschen Clubs ein toller Start in die neue Europapokalspielzeit. Keine Liga sammelte an den ersten beiden Spieltagen so viele Punkte wie die Bundesliga. Die starken Ergebnisse sind in Hinblick auf die 5-Jahres-Wertung Gold wert. In der vergangenen Saison brannte eine hitzige Diskussion auf: Hat die Bundesliga international im Vergleich zu den anderen Top-Ligen an Boden verloren? Die Ergebnisse ließen diesen Schluss zu. Der 4. Champions League-Startplatz schien in Gefahr. Nach 2 Spieltagen in Champions und Europa League zeichnet sich dagegen ein komplett anderes Bild ab. Zum Vergleich, nach der ersten beiden Spieltagen in der Saison 2017/18 holten die 6 deutschen Teams gerade einmal 5 magere Punkte. Die Spielzeit wurde gemäß der UEFA 5-Jahres-Wertung nur auf Rang 6 abgeschlossen, hinter Frankreich und Russland, knapp vor der portugiesischen Liga. 16 Die 7 deutschen Teams ergatterten in dieser Europapokalwoche 16 von 21 möglichen Punkten, 5 Siege, ein Remis, eine Niederlage. In der Vorsaison hatten noch alle 6 deutschen Vertreter am 2. Europapokalspieltag verloren. Wandel. pick.twitter.com/3n1ucht9ns optafranz@optafranz. Oktober 5, 20.189.857 Punkte holte die Bundesliga für die 5-Jahres-Wertung. Nach den Auftaktpartien liegen die 7 Teams nun schon bei 4.357 Zählern, Bayern, der BVB, Schalke und Hoffenheim in der Königsklasse, sowie Leverkusen, Leipzig und Frankfurt in der Europa League haben zusammen bereits 30 Punkte geholt. Die Bundesliga liegt damit bislang an der Spitze in Europa. Zugegeben, mehr als ein erster Fingerzeig kann das nach 2 Spieltagen noch nicht sein. Und dennoch, die deutschen Teams scheinen sich die Kritik zu Herzen genommen zu haben und treten in Europa deutlich fokussierter auf. Sollte es so weitergehen, könnte nach der laufenden Spielzeit die italienische Serie A wieder überholt werden und Deutschland hinter La Liga und Premier League auf den 3. Platz zurückkehren. Point 3 erstmal seit 6 Jahren gelingen wieder 3 deutsche Siege in einem Gruppenspieltag in der November 2012, damals gewannen Hannover, Leverkusen und Stuttgart ihre Partien. Glorreich optafranz@optafranz. Oktober 4, 2018 noch viel wichtiger, aber mit den aktuellen Erfolgen hat die Bundesliga 62,641 Punkte den Vorsprung auf die französische Liga 1 52,165 Zähler vergrößert. Da im UEFA-Ranking als nächstes die Ergebnisse aus 2014 15. und 15/16 gestrichen werden, wäre ein solches Polster extrem wichtig. In beiden Saisons holte die Bundesliga jeweils rund 5 Zähler mehr als die französischen Teams. Frankreich liegt derzeit im Ranking auf dem 5. Platz, der anders als die ersten 4 Ligen nur zu 2 direkten Champions-League-Teilnehmern berechtigt.